Servus Leute, hier ist der Racer und ja, willkommen zurück zu Gran Turismo. Und ja, wenn ihr das Rennen, das ich online fahre, sehen wollt, springt einfach eine Minute oder zwei weiter vor, dann sollte es nämlich kommen. Aber ich fahre jetzt erst noch was, und zwar ein Formel Gran Turismo Rennen gegen den Computer, also nicht gegen echte Leute, da habe ich nichts online gefunden. Und zwar ein Gedenken an Ayrton Senna und Roland Ratzenberger, die ja, vor 20 Jahren, also letzten Mittwoch bzw. letzten Donnerstag, vor 20 Jahren in der Formel 1 gestorben sind in Imola. Und durch die hat sich die Sicherheit in der Formel 1 drastisch verbessert. Und in Gedenken an sie fahre ich jetzt hier ein Einrundenrennen gegen leichte Gegner. Also, ja, man sieht, dass sie scheiße fahren. Ich habe bloß die Einstellung vergessen umzustellen. Mit dem Formel Gran Turismo. Ich habe mir extra für das Rennen gekauft. Wobei das jetzt nicht ideal ist gegen leichte Gegner. Aber mir ging es einfach nur darum, dass ich irgendeine Aktion bringe, um ihnen zu würdigen, dass sie, oder um ihnen direkt noch eine Ehre zu erweisen. Einfach, ja, in Gedenken an sie, weil tragisch natürlich ist, dass sie beide gestorben sind, aber durch sie sind viele Formel 1 Fahrer gerettet worden. Zum Beispiel Fahrer wie Michael Schumacher haben dadurch schon profitiert, oder Mika Häkkinen, oder, wenn ich mich nicht irre, Alonso, Kubica, also wirklich viele, die schlimme Unfälle hätten schlimmer ausgehen können, oder Räikkönen hat ja auch schon einen Überschlag, Webber natürlich, also einfach viele, die dadurch, dass sie gestorben sind, durch die verbesserte Sicherheit gerettet wurden und ja, einfach deswegen überlebt haben. Und deswegen wollte ich dieses Rennen hier fahren. Williams oder McLaren gibt es leider nicht von diesen Autos. Drum bin ich den hier gefahren. Und jetzt sollte dann gleich ein Online-Rennen kommen in Le Mans mit einem grauenhaften, ja, wirklich grau, mit einer grauenhaften Lobby. Also das war's mit diesen Gedenkaktionen. Und dann bin ich gleich mit einem Online-Rennen wieder zurück. Bis gleich. Heute gibt's wieder mal Le Mans mit dem Pescarolo, und ausnahmsweise ist auch ein GT-Fahrerfeld am Start. Also ihr seht ja da links noch GT-Wagen. Also wird es ein Zwei-Klassen-Rennen geben. Vorne die LMPs und hinten die GT-Wagen, während da vorne noch ein GT eine ziemlich gute Beschleunigung hat. Und zwar der Huayra, wie er heißt. Dass ich ihn diesmal richtig ausspreche. Außerdem hat mich da jemand reingeschoben und ich habe eine Strafe gekriegt. Aber vor lauter, so schnell kann ich gar nicht reagieren mit dem Kommentieren. Also, was erwarte ich mir? Keine Ahnung. Mal schauen, was rauskommt. So in die Richtung ist meine Erwartung. Also eigentlich gar keine Erwartung. Während ich alle überhole erstmal. Und lieber in dem Ghost drin fahr. 420 ist meine Maximalgeschwindigkeit. Ja, fahr mich auf der Geraden zusammen, danke. Mehr habe ich nicht eingestellt, weil ich gar nicht mehr fahren will. Sonst bin ich in den Kurven so lahm. Und der Huayra, das ist nicht der Huayra, wie heißt denn der? Pagani, Sonda oder Soda? F oder so ist der Schwarze da. Keine Ahnung, was der hier noch zu suchen hat. Ja, ich verliere auf der Geraden. Das war zu erwarten. Und ich kriege eine 3-Sekunden-Strafe. Ich kriege eine 3-Sekunden-Strafe, weil ich ihn hinten drauf fahre. Und es sich kein Ghost-Modus gönnt. Obwohl er der ist, der den Fahrfehler macht. Sag ich, während ich geradeaus ins Kies fahre. GT-Feld ist noch nicht mal so weit weg.
Ja, jetzt darf ich wieder ein bisschen aufholen. Sollte eigentlich kein Problem sein mit dem Pescarolo. Den Toyota habe ich mal easy überholt. Hartes Bremsmanöver, während der Toyota sich verbremst. Mich easy an den vorbeiziehen, mich jetzt hier einen Fehler mache, weil ich den einen einfach nicht rammen wollte. Standardfehler. Ich finde den Rückwärtsgang nicht, weil, ja, Bremsen rückwärts nicht auf die gleiche Taste gelegt ist. Das ist natürlich geil. Den will ich gar nicht rammen. Sorry, sorry, sorry. Ich habe einen Fahrfehler gemacht. Ja, muss ich mich eigentlich beim Ghost entschuldigen. Der hört mich jetzt eh nicht, aber... Tut mir leid, dass ich ihn da rausgeschoben habe. Jetzt ramme ich den Chopper von außen. Was, wenn eh nur mir schadet. So, Ziel ist Podium. Ja, Chopper. Was wird denn das? Sehe ich ja gar nicht ein, dass der mich da rumschupft. Sollte ich ihn dann allmählich eigentlich dann mal gescheit überholen. Schicke ich ihn erstmal aus Versehen weit. Bin eigentlich um einiges schneller, aber... 3 Sekunden Strafe, geil! Was macht der da links? Okay, was die gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall stört das mich nicht, wenn die gerne nebenaus fahren. Muss ich aber trotzdem nichts sagen, ich fahre selber genauso viel Scheiße. Es kann ja nicht sein, dass der GT-Wagen, der Chopper da vorne mit drin ist. Wie schnell ist denn der in den Kurven? Ja, alle werden Ghost-Modus. Aber wenn ich gerammt... Da, wieso werde ich nicht direkt Ghost-Modus? What the fuck? Es labert im Hintergrund irgendwer. Wieso bin ich der Einzige, der nicht automatisch direkt Ghost-Modus wird? Schau mal, ob ich mit diesem Chopper da wegziehen kann. Nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Die fahren 20 km langsamer. Und ich krieg die ganze Zeit Strafen, weil ich ihn hinten reinfahre. Das ist lächerlich. Wieso warte ich nicht Ghost-Modus? Nein, sehe ich ja gar nicht ein. Was ist denn das für ein Wichser? Sorry, aber jetzt raste ich da echt gleich aus. Was soll denn das? Ja, halt doch deine Fresse im Hintergrund. Junge, ist das lächerlich. Wieso wird... Jetzt werden sie wieder Ghost-Modus. Aber wenn ich... Nee, ist das lächerlich. Der Chopper kann alle hin und her schupfen, wie er will. Genauso wie alle anderen. Die fahren sich die ganze Zeit hinten rein. Und mir hinten rein. Und was ist mit mir? Ich fahre mit... Da! Normalerweise hätte ich da jetzt eine Strafe gekriegt bei so einer leichten Bewegung. Ist ja lächerlich. Ist echt lächerlich, was die fahren. Da schieben mich weit und werden nicht Ghost-Modus. Und ich werde auch nicht Ghost-Modus. Aber wenn sie mich dann von hinten, wenn sie mir von hinten mit 20 km mehr reinfahren würden, ja, dann werden sie Ghost-Modus. Hauptsache, ich habe das nicht und krieg die ganze Zeit Strafe, weil ich ihn hinten reinfahre. Ah, geil! Danke, Victory. Keine Ahnung. Victory Olinko. What the fuck ist das für ein Name? Ja, klar! Jetzt raste ich dann aus. Das ist ja lächerlich. Die fahren nicht, wie sie fahren sollten, sondern tuckern lahm rum, schieben mich so an und kriegen dann keine Strafe. Und ich fahre ihnen ganz leicht hinten rein, weil sie vorne ungefähr 20 Meter vor der Kurve bremsen. Und kriegen keine Strafe. Das ist lächerlich. Was ist denn das Strafensystem für einen Arsch? Jetzt fliege ich noch ab. Ja, geil. Jetzt raste ich dann aus. Jetzt werde ich dann von den GT... Nein, der Ghost ist der, den ich vorhin abgeschossen habe. Der dreht sich auch noch mit. Jetzt werde ich dann echt bald von den GT-Wagen überholt. Alter, ist das lächerlich. Ich krieg für jeden Scheiß eine Strafe. Und die können mich wegschieben und kriegen nix. Gott, ist das eine Verarsche gerade. So... Jetzt hole ich den Hammer raus, das kann es ja nicht sein. Ich glaube direkt 5 Sekunden in dem einen Sektor aufgeholt. Bin schon wieder da, trotz Dreher. Ja, er schiebt mich wieder raus. Und ich krieg... Ich pack den Scheiß nicht, was ist denn das?
Jetzt bin ich vor der Gerade nicht im Windschatten. Nee, jetzt meins? Ist doch eine pure Verarsche, was ich gerade hier abkriege. Die fahren den Scheiß und lahm und blocken mich und ich krieg Strafen, weil ich ihn hinten reinfahre, weil sie einfach 20 km weniger haben. Jetzt wird er wieder nicht Ghost-Modus und kann mich rausschieben. Will er mich verarschen? Jetzt, Alter, ey. Junge, dreh mich auf der Geraden. Bist du ein Fixer? Ist das ein... Das ist doch nicht normal. Noch nie habe ich so eine Scheiß-Lobby gesehen. Was? Schaut euch das da an. Die fahren sich... Fahr mir einfach auf der Geraden hinten rein. So fährt man. Ach, das ist pures Talent hier um mich rum. Pures Talent. Ah, jetzt komme ich raus, weil mein Auto auf der Bremse so unstabil ist. Mann. Wenigstens ist der Huawei oder Huawei, keine Ahnung, was auch immer, Scheiß weg. Wenigstens fliegt der ab. Sag ich, während ich in der Wiese bin. Der sauber McLaren, nein. Nein. Das war mein Mercedes. Oh, jetzt sage ich halt echt McLaren zu dem Wagen. Oh Gott! Ich krieg gleich einen Krampf. Ich krieg echt gleich einen Krampf. Noch nie so eine Scheiße gesehen. Was ist denn das? Junge, die fahren alle so scheiße. Ich könnte locker Erster werden gegen die. Gut, dass der Ghost ist. Sekundenstrafe. Hauptsache, die ist drin. Dafür, dass alle so rumtuckern. Aber es sieht nach Sieg aus. Jedenfalls Siegchancen. Weil ich einfach so weit vorne schon bin. Und ich gewinn's ernsthaft! Ich gewinn dieses Scheißrennen in dieser Scheißlobby! Ernsthaft! Oh mein Gott! Das war eine Kacklobby mit Kackgegnern, alles Scheiße! Und ich gewinn's! Oh Gott! Sind die schlecht! Ja, das GT-Feld hat sich während dem Rennen verabschiedet. Nur das Sonder. Ja, das stimmt, der heißt ja nicht Huawei. Oder Huayra. Der war ja ganz woanders. Aber das Sonder hat echt gut mithalten können. Aber ich gewinne. Oh mein Gott. Nee. Ich sage einfach nichts dazu. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Rennen wiedersehen. Ja. Also, Servus, Leute.